Moin moin meine lieben Zuschauer auf YouTube, wir sind direkt frisch dabei mit Anstoß, dem Fußballmanager. Es ist endlich released worden, ich bin jetzt 14.46 Uhr direkt am Zocken, also vor 10 Minuten habe ich es gedownloadet, bin live dabei auf Twitch, also wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Ich habe ein Patch von FM Zocker reingetan, wo wir jetzt alle originalen Vereinsnamen haben, alle originalen Vereinslogos, also schaut da gerne rein. Und ja, jetzt starten wir mit einem festen Verein, sagen wir mal. Namen, so, Dennis Jaretzky. Währung Euro, Gehalt machen wir mal. Eigentlich hätte ich gerne jährlich, aber okay. Dankeschön, Johnson, ich wünsche auch noch viel Spaß. Stärkesystem 13, wir machen mal 13, so wie früher halt, das Typische. Ah, du bist auch da drin, Volpi, sehr cool. Und ihr seht, die ganzen Vereinsnamen sind echt. Das ist doch geil, oder? Die sind wirklich echt. Cool. Und es gibt einige Vereinsnamen. So, ich nehme natürlich Borussia Dortmund, kennt ihr ja. Natürlich darf ich auch in Schalke oder so hier gerne zugucken. Das ist gerne sein. Du bist davor. Was meinst du mit du bist davor? So. Verein aussuchen. Such dir einen bereits existierenden Club aus. Zufälliger Verein? Ja, zufällig nicht. Da kann man ja auch irgendwann mal so ein Save machen, aber ich will erstmal gerne mit dem BVB starten. Gibt England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien. Genau. Also ich werde alles zum allerersten Mal hier erleben. Also nicht wundern, wenn ich irgendwas nicht weiß. So, es gibt hier auch drei Ligen. Da sieht man Gesamtwert 2,5 Milliarden Euro. Das ist schon ein bisschen viel. 5-1 und 11-2. Ach, sorry. Ich tue mal die Webcam besser dann nach links. Danke für den Hinweis. Ja, ich glaube links macht mehr Sinn. Das war noch vorhin. Ich gehe mal kurz zurück. Noch weiter zurück, noch weiter zurück. So, hier sind wir. Eben mein Profil, konnte man alles einstellen. Stärkesystem, ob man von 1 bis 13 oder von 1 bis 100 haben möchte. Lieblingsland, Lieblingsverein. Seht ihr, die ganzen Vereine sind richtig. Haben die echten Namen aus dem Ausland, auch aus Deutschland. Dann Gehalt mache ich mal monatlich. Wie gesagt, ich würde gerne jährlich machen, aber sei es drum. Währung kann man auch ändern, in britische Pfund oder in Euro. Nationalitäten gibt es auch super viele, also wenn Indonesier sein möchtest, kannst du es in Indonesier sein. Das ist gar kein Problem. So, da ist Deutschland. Genau. Und dann hier nochmal die, habt ihr ja schon gesehen, kann man zufälligerweise auswählen. Florian, die müssten jetzt auch echt sein mit dem FM-Zocker-Patch. Ja, siehst du, 2010 war Manuel Neuer, der erste Torwart seit 44 Jahren, blablabla. Aber ihr seht, Manuel Neuer, also echte Namen. Müsste dann doch richtig sein. So, wir nehmen erstmal Dortmund, dann werden wir es ja sehen. Kader irgendwie angucken? Ja, geht nicht. Egal. So, also da. Erste Liga, Spiel starten. Jetzt sind wir drin. Ich habe fertig. So. Wo sind denn die ganzen Spieler? Ich würde erstmal das Team gerne angucken. Ach, okay, gut. Die Namen sind nicht echt, was nicht schlimm ist, ne? Aber das wird ja irgendwann noch kommen vom FM-Zocker. Ist ja die Alpha erst, die haben es jetzt auch gerade released zusammen mit dem ganz normalen Release. Aber man sieht, das sollen die ersten Spieler sein. Die ganzen Nationalitäten sind ja auch echt. Emil Haier, ach, ich sag's sogar noch mit Erling Haaland. Ja, den nehme ich doch sehr gerne mit, den Herrn Erling, ne? Erstmal nicht den Buktur, es ist nur die erste und zweite und dritte Liga, aber es gibt ja, glaube ich, immer Patches, die dann irgendwann auch mal zur Landesliga runtergehen. Ob bis zur Kreisliga, weiß ich nicht, weil das dann schon sehr viele Ligen wären. So, was kann man hier machen? Ja gut, hier muss man, glaube ich, erstmal nichts machen. Moin, MBX wird FM nichts machen können. genau, stimmt. Aber, ja stimmt, dann können ja, glaube ich, auch nicht die Namen ändern, ne? Und das soll, glaube ich, erst Quartal 2 oder so kommen. Im nächsten Jahr, also irgendwie so Mitte, Ende nächsten Jahres soll erst der Editor kommen. Ja, der FM-Manager ist ja von EA, das ist ja was anderes. So, genau, Eintrittspreise durchs Assistenten machen. Geht nicht. Trikots. Warum muss ich die Trikots denn ändern? Würde ich jetzt ungern ändern.
Schnell. Muss ich jetzt wirklich die Trikots selbst machen? Okay. Boah, ist erstmal so, damit es ein bisschen schneller geht. Wie? Ich glaube, erstmal sollen es nur die 5 Ligen sein, aber wie gesagt, die Vollversion kommt, oder ist zumindest geplant, dass es erst in knapp einem Jahr rauskommt. Deswegen wird man da mal sehen müssen. So, Kredite. Brauchen wir nicht. Kontostand 700.000 Euro. Das ist auch nicht sehr viel. Aber wir nehmen natürlich keinen Kredit. Tickets kann man alles erstmal so lassen. Ne? Ah, da, die ersten Vereins, die echten Vereinslogos. Das macht natürlich schon mal vieles aus, wie ich finde. Genau, genau. Dann kann man auch verschiedene Trainingslager auswählen in verschiedenen Nationen. Sponsoren kann man sich auch aussuchen direkt. Ah, genau, hier den Hauptsponsor. Wir haben aktuell keinen, dann wollen wir mal verhandeln. Warte, Moment. Ich würde gerne erstmal. Gut, nehmen wir erstmal den hier. Ein bisschen mehr hier, komm, gib mir mehr Kohle. So, das unterschreiben wir. Wir hätten aber auch noch andere uns angucken können. Hier zum Ausrüster. So, dann machen wir mal. Ah, hier, den hier mit den 10 Jahren. Machen wir mal 6 Jahre und wollen knapp 43 Millionen. Okay, also gut, Kredit braucht man nicht unbedingt. Wir kriegen ja wirklich schon so 2-3 Euro zusammen, ne? Ach so, jetzt verstehe ich das. Wenn ich nach rechts klicke, geht der rechte Sponsor nach links. Das haben wir gerade ein bisschen zu hoch. Ja, der ist natürlich viel besser. Jetzt machen wir mal 4 Jahre und 20,8. Ah, geht. Oh, hier sind sogar echte. Sehr geil. Die Premium-Sponsoren. Glenn für dich, Mr. Green, Ideal, Geberit, die Telekom. Mr. Green sieht ganz cool aus. Oder? Ah, wobei die brauchen, wollen sehr lange haben. Nehme ich mal hier die 5 Jahre. Das sind ja so ganz kurze, ganz kleine. Sieht aus ein bisschen wie Harley Quinn, die Schauspielerin. Oder? Ist das nicht Harley Quinn? Guck nicht so böse. Dann haben wir noch. Ah, wir können mehrere nehmen. Ja, gut, dann machen wir das natürlich. Ja, genau, als Hauptsponsor. Dann haben wir noch einen. Ach komm, nehmen wir die Telekom einfach, weil es die Telekom ist. Bisschen weniger Jährchen. Aber die Dame scheint ja wirklich überall zu arbeiten, ne? So. 5 Partner, es gibt 7 Angebote, da kann man ja schon fast nichts falsch machen. Nehme ich erstmal die, die nicht so lange. Auch die echt, okay. Heinz von Heiden, TV, Adon, Fänger, Rigamonti, Köstritzer, Inalpi, Heinz von. Ja, gut. Dann nehmen wir mal hier. Ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verlieren, deswegen mache ich das mal ein bisschen schneller, ne? Ich meine, wie das funktioniert, ist ja eigentlich klar. Aber an alle, die zugucken, das Spiel selbst nicht haben, ihr könnt natürlich sehr gerne immer hier Fragen stellen. Wenn ihr irgendwas hier sehen wollt, irgendeine Spalte, die ich mir angucken soll. Irgendein Feature etc. Mach mal weniger Jahre, weil ich denke, wenn man irgendwann dann erfolgreicher wird, dann gibt es sicherlich auch bessere. Ah, sorry. Gibt es auch sicherlich bessere Verträge. So, dann gibt es hier noch ein bisschen. Rigamonti. Die wollen alle gleich viel. Der ist am besten mit 2,6 Paraguay TV. Paraguay TV, okay. 6, exotisch. Ich denke mal so noch so 2-3 Jahre, würde ich mal schätzen. Aber hier kann man so viele nehmen. Komm,
machen wir wirklich mal ein bisschen schneller hier. Da sind auch so kleine Sümmchen. Das kann man dann wirklich irgendwann mal ändern. Das wird jetzt aber, glaube ich, nicht so... Ich weiß nicht, Volpi. Eventuell nicht. Und wenn, dann werde ich sie gucken, ohne überhaupt darüber zu reden. Also nur für mich gucken, ansonsten nicht unterstützen. So, ein Vertriebsleiter, genau. Rabatt für Fans. Oh, komm, machen wir mal 5%. Ne? Weil ihr seid, machen wir 10%. Ihr kriegt 10% bei mir im Verein. Aber die kriegen nur 5%. Merch. Nehmen wir mal richtig viele Artikel hier. Zack, 5 Millionen. Gut, wir sind also jetzt hier bei uns im Menü. Da haben wir den Kader. Ich will zurück ins Büro. Da, Zentrale. Ne, wie kommt... Wenn ich auf weiter drücke, passiert... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Stopp. Stopp. Da ist Stopp. 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 Hallo. Da, Büro. Gut. Da geht's weiter, okay. Aber wenn ich jetzt in den Kader gehe, wie komme ich denn... Ah, da oben, oder? Okay, hier oben links kannst du also drücken. Mhm. Hier beim hinter mir sind einfach nur der Optionenbalken und das hier unten links ist der Beendenbalken. Deswegen, das ist glaube ich nicht so wichtig. Was denn für ein Season 2 Bug? Den kenne ich gar nicht. So. Machen wir erstmal uns eine Aufstellung, so das Wichtigste würde ich sagen. Ist das denn wirklich so? Hier kann man wohl noch nichts machen anscheinend. Ah doch. Und Mr. Nubinger. Ja, ich sag mal so, es sind verschiedene Spiele. Der Anschlussmanager hat ja schon eigentlich einen eigenen Flair. Moment. Die Chatbox sollte vielleicht mal nach rechts. Man darf halt nicht erwarten, dass sie jetzt so tiefgründig sein wird, wie jetzt der Football-Manager. Deswegen... Man sollte beides als verschiedene Spiele nehmen. Einfach auch mal eine Abwechslung. Wenn man immer den FM zockt, hat man irgendwie auch keinen Bock. Vielleicht will man auch mal schnell eine Saison durchspielen. Vielleicht ist es sich auch mal darum bemühen, selbst einen Stadion umzubauen, Fanartikel zu kaufen und so weiter. Deswegen, ja. Preise 150%, 33% Rabatt. Und die Zuschauer schossen hoch. Okay, Timbuktu, ja. Gut, so tief war ich nicht drin. Aber was meinst du denn? Wenn man jetzt in Saison 2 ist, Marke G-Plays, dann stößt das Spiel ab, man kommt nicht weiter, oder wie ist das jetzt? Aber die haben ja wirklich noch die Kader von der letzten Saison, wenn ich das richtig sehe, ne? Ein Brasilianer? Der BVB hat einen Brasilianer gehabt? Hm? Thiago Hamidou, ja gut, Torgen Azar, ist ja klar. Das heißt, man kann ihn gar nicht mehr benutzen. Ja gut, dann werden wir mal sehen. Wäre ungünstig, wenn ich den letzten Let's Play... Ah, Rainier. Ja gut, der hat ja nie gespielt. Stimmt. Einfach mal vergessen. So, wollen wir uns mal alle anschauen. Hildbrand. Wer kennt ihn nicht? Die haben alle Stärke 10 einfach. Aber hier, Kuli ist der Beste. Dann nehmen wir mal Kuli rein, ne? Ja, gehört ja trotzdem zu Kader, klar. Aber hatte ich jetzt nicht so im Kopf, um ehrlich zu sein. So. Kann man hier noch ein bisschen verschieben? Ja, geht. Schön. Das finde ich auch wichtig. Eine Kleinigkeit, die auf jeden Fall immer dabei sein sollte. Ich muss aber sagen, ich finde das hier ein bisschen unübersichtlich mit der Aufstellung. Ne? Klar, du hast hier jetzt... Warte. Hier siehst du, wer spielt, aber du kannst nicht wirklich sortieren danach, wer gerade spielt. Außer ich drücke einmal auf Team, dann kommt das. Hier ist die Bank, klar. Da muss man sich nur ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Okay, Linksverteidiger hat 8-9, da haben wir doch bestimmt auch einen besseren. Ja, Gracio Macau ist bestimmt nicht Guerrero. Sicherlich nicht. Dann haben wir hier einen 11-15-7.
Ja, gut. Ich sage mal, es ist ein kleines Entwicklerstudio, deswegen lassen sie es wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Kann man verstehen, in meinen Augen. Moin, Hollywood TV. Mit einem Editor kannst du halt selbst alles einstellen. Du kannst erste Spielernamen reintun, du kannst mehr Ligen erstellen, weil jetzt gibt es in Deutschland zum Beispiel nur die erste, zweite, dritte Liga. Kannst du noch die Regionalliga, Oberliga etc. reintun. Radatz. Radatz und der Bremer. Ja, den habe ich schon drin. Aber da hast du halt nur echten Vereinsnamen und echte Vereinslogos. Aber halt nicht echte Dinger hier. So, Büchse 84. Dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Ich ziehe einen Hut vor dir und sage ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Stream. Und Dankeschön, dass ihr allgemein einfach kurz bei mir reinschaut. MBX, Dankeschön auch für deinen Follow. Ist auch ein Herzchen hier. Auch du kriegst ein Hütchen, den ich ziehe. For you. So, Witwer. Mr. Noobinger, auch du natürlich. Danke für dein Follow. Herz auch an dich, mein Ehren-Noob. Vielen, vielen Dank. Moin, Zottelflott. Ich hab coole Namen. Du kannst Spieler vergleichen, nicht Drag and Drop, sondern einmal anklicken und dann über andere Spieler ziehen. Nicht Drag, sondern einmal anklicken. Meinst du das jetzt? Einmal anklicken. Aha, okay. Meinst du das so? Ja klar, wenn man mit Anschluss 3 noch Spaß hat, geht das natürlich, ne? Ich habe jetzt Rechtsklick gemacht auf den Spieler und bin im Büro. Ah, okay, wenn ihr also die rechte Maustaste drückt, da ist die Maus, da, dann kommt ihr ins Büro. Alles klar. So, ZDM. Haben wir den Besten aufgestellt. Der Witwer-Rest hat nur 8,5. Da haben wir auf der Bank sicherlich das Bessere. Müssten wir doch haben, oder? Aber nicht. Was ist das denn? Skandal. Der Bremer mit 10,9 ist aber besser als Hamidou. Deswegen nehmen wir mal den guten Herrn Bremer. Zack. Und ich ändere mal die Taktik auf Einstürmer, ne? Nee. Individueller Stream. Stil. Ballbesitz. Ja, nee. Kontern. Ein typisches 4-2-3-1 machen wir erstmal, oder? Ja. Der typische 4-2-3-1 sollte ja funktionieren. Der Haier ist Mittelstürmer. Das ist natürlich nicht seine richtige Position. Warte. Mami. Die Mami hat Stärke 10. Bremer hat... Ja, du kannst so LA spielen. Dann wird es mit den LA und RA spielen. Und da muss man erstmal wirklich reinkommen, ne? Gracio Macau links, rechts Marz Aguilera. Das ist, muss wahrscheinlich Matteo Morey sein. Dann brauchen wir den nächsten ZDM. Da haben wir Christmann. Oder Christman. Och. Was meinst du mit Official Guide Edition? Wo steht das denn? Naja, denke ich mal auch, MBX. Weiß nicht. Bei mir steht ganz normal nur Anstoß. Ich drücke ganz halt Rechtsklick aus Gewohnheit, ne, wegen dem Football Manager. So, ZOM. Oh, wäre cool, wenn ihr so ein Handbuch nur rausbringen würden, so wie früher, ne? Ist ja cool. So, der Herr Daum ins ZM. Talubo, dankeschön für dein Follow. Auch bei dir, dankeschön, ein Herzchen. Und ich ziehe auch meinen Hut diesmal für dich. Heute werden viele Hüte gezogen. So, drei Mittelfeld sieht doch schon mal ganz gut aus. Alle haben 10. Die Außenverteidiger sind ein bisschen schwächer, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum. Och, ich drücke ganz Zeit Rechtsklick, ne? Ich will das Spielerprofil so öffnen.
Warum hat Guerrero so wenig? Nur halt Spielernamen zu ändern dauert halt wahrscheinlich mal ein bisschen länger, ne? Deswegen. So, rechts brauchen wir einen Rechtsaußen. Aber komisch, du bist rechter Mittelfeldspieler, hast da 10, aber nur weil ich ein bisschen weiter nach vorne tue, hast du auf einmal 4 Punkte weniger. Hm. Wir haben da wirklich niemanden, den wir so richtig da einsetzen können. Radatz, wie viel hättest du denn da oben? Radatz hat 7-2. Ja, nee, das macht auch wenig Sinn. Dann nehmen wir wohl wirklich einen ganz normalen rechten Mittelfeldspieler. Dann ist der rechts halt ein bisschen weiter zurückgezogen, ne? Genau. Schauen uns noch ein bisschen die Bank an. Ein Keeper auf die Bank wäre supi. 2 Z-Omes brauchen wir nicht. Junior Pereira kann weg. Hallo? Hallo? Junior. Aha, so muss man das machen, alles klar. Aber komisch, warum kann man das nicht hier drüber machen? Ja, also dann wahrscheinlich auch. Wie gesagt, es ist eine Early Access Version, habe es extra auch im Stream-Titel reingeschrieben. Auch an alle, die das über YouTube schauen werden. Nicht wundern, es wird natürlich Bugs geben. Und auch so kleinere Sachen, wo man sich so denkt, warum funktioniert das noch nicht? Wird bestimmt funktionieren. Auch die Musik, ne? Einmal kurz lauschen. Das ist einfach geil. Mach mal die Webcam ein bisschen kleiner hier. Dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen, oder? Ich denke mal, so ist das ganz okay. Dankeschön für 72 Zuschauer. Das sind natürlich Zahlen, die sonst bei mir seltener vorhanden sind. Okay. So, jetzt hört man wieder was. Ja, immer wenn ich es raustabe, irgendwie funktioniert das bei mir noch nicht so gut bei OBS mit dem Spiel. Es ist noch nicht sehr OBS-freundlich. Also OBS ist halt die Streamer-Software, die man benutzt. So. Ein Linksverteidiger. Meinst du einen Datensatz von FM-Zocker oder wie meinst du das jetzt? So, Mapaku kommt rein für Peric. Den habe ich ja auch schon drin, wie du hier oben links siehst. Ist auch schon Borussia Dortmund mit echten Vereinslogos. Och Mann. Peric ist da unten rechts. Okay, dann Mapaku hier für Peric. So. Halleluja. Sortieren wir mal ein bisschen hier. Innenverteidiger, dann haben wir ZM. LM, ZOL, wobei erstmal ein Torwart natürlich. Dann kommst du hier hin. Aber wie mit allem, ne? Der Mensch kann sich sehr schnell daran gewöhnen, also. Wird schon. Ah, ich werde wieder ganz kurz nichts hören. Ich ändere mal ganz kurz den Streamtitel mit, dass wir, damit ihr auch wisst, dass wir echte Vereinslogos haben. Echte Vereinsnamen plus Logos mit FM-Zocker-Patch. So. Gut, dann sind wir da drin. Moin Pascal RWE. Aber das muss man auch sagen, ist bei jedem Anstoß so. Ne? Also es gab noch nie einen Anstoß, wo die Namen echt waren von Anfang an. Es wurde halt immer von der Community reingepatcht. Also da finde ich, darf man auch nicht zu sehr meckern, in Anführungsstrichen, sondern das ist halt immer so. Filippo, 841, danke schon auch für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Herzchen geht raus. Ich zieh den Hut. Komm, ich zieh schon mal die nächste Tüte für den nächsten Follower, wenn wir hier kommen. So, okay. Training. Aufstellung haben wir soweit, ne? Wo sehe ich die Gesamtstärke? Irgendeine Gesamtstärke, die man hier sehen kann? Nee, ne? Gegenüberstellung. Ja, okay. Ah, insgesamt 10,4 im Schnitt. Okay. Muss sagen, aber mir wäre jetzt zum Beispiel lieber, dass wir so eine Gesamtstärke auch hätten. Und nicht so einen Schnitt. Weil jetzt zum Beispiel 10,4 Dortmund, 9,7 Augsburg, hört sich für mich im ersten Moment jetzt nicht nach so einem großen Unterschied an, ne? Oder zum Beispiel die Abwehr. Die ist in Augsburg genauso gut wie rechts, wie meinst du? Rechts, hier irgendwo. So, Aufgabenverteilung, Mannschaftskapitän. Eine 8-Besetzung kann man auch machen, das ist sehr geil.
Ja, bleibt erstmal so. Ach, ich lasse erstmal hier die Freistöße, die ganzen Standardsituationen, so wie die sind. Oder? Guten Laufstärke umschalten, Technik, Laufstärke, Pressing. Aber eine Sache würde mich mal interessieren, wenn ich drauf gehe. Man sieht nicht so wirklich jetzt spezielle Talente, ne? Also wie gut der flanken kann oder so. Das ist ja ein bisschen anders, ne? Okay, gut. Dann setzen wir direkt auch mal ein paar Spieler auf die Transferliste. Einen wunderschönen Igelov. Was mir aber auch hier fehlt in der Aufstellung, ist zum Beispiel das Alter. Wenn zum Beispiel du weißt, du hast ein junges Talent und du weißt vielleicht nicht immer genau, wie alt die alle sind, wäre es vielleicht gut, die Stärken hier zu haben. Kann man die vielleicht hier selbst... Das sind Spezialfähigkeiten. Das war auch schon früher so bei Anstoß, dass sie zum Beispiel Flankengott waren. Das sind halt so spezielle Bezeichnungen einfach. Rot ist halt, wo die schlechtesten sind. Also der kann nicht gut, wirklich... Der ist nicht gut im Gegenpressing, der kann nicht gut umschalten, der hat keine gute Technik. Guerreiro, der hat die beste Technik von allen beim BVB, sagt jeder Spieler. Und Grün, der hat eine gute Spielübersicht. Ist gut im Pressing. Also wenn er eine gute Spielübersicht hat, kann das sehr gut auch Mats Hummels sein. Ist es, ja, also bislang versuche ich mich nur einzufinden. Natürlich hier und da habe ich schon ein paar Bugs gefunden. Kleinigkeiten, die nicht funktionieren oder die vielleicht fehlen. Aber, ja, Akanji, ja, stimmt. Gut, aber ich finde ja auch, dass Hegemann, also Hummels, eine gute Spielübersicht hat. Aber komm, wir wollen uns da jetzt nicht so tief da rein jagen. So, die U23 gibt es auch noch. Mal gucken, was es hier so gibt. Da sieht man die Talente, 5 Sterne. Schau ich mal gleich, Bartux, habe ich ja gerade auch schon gedacht. So, Benno Weiss scheint ein Riesentalent zu sein, aber hat natürlich nur 3,2. Allgemein ist ja nicht wirklich viel in der Jugend. Moin Mike, der ist schon dabei, aber der Patch von FM Zocker beinhaltet nur echte Vereinsnamen, wie du hier siehst, oder die Tabelle hier rechts, und echte Vereinslogos. Spielernamen sind noch nicht erst echt. Ja, Mr. Nubiger, auch das kann man ja vielleicht irgendwann individuell bearbeiten. Mokasoft, ich danke dir für 105 Bits. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Dankeschön, sehr lieb. Sehr lieb von mir. So, man kann hier ein Monatsbudget für die Jugendarbeit reintun. Dankeschön auch Zosx für dein Follow. Dankeschön. Oh, ein Herzchen kann ich dir denn geben, ne? So, ja, komm, ihr wisst, bei mir, Jugendarbeit, das Wichtigste, was es gibt. Ohne Jugendarbeit, keine Zukunft. So. Hier kann man einen Trainingsschwerpunkt reintun, Spielstärke, Charakterschulung, individuelle Fähigkeiten. Ich finde alle drei Fähigkeiten wichtig. Und hier zum Beispiel würde ich zum Beispiel, hätte ich gerne als Beispiel eine U17, U15, U19. Und zum Beispiel, dass ich bei der U15 sage, da ist ganz wichtig eine Charakterschulung. U17 die Spielstärke, U19 die individuellen Fähigkeiten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dass man halt immer so Schwerpunkte setzt, je nach Altersgruppe. Das wäre auf jeden Fall in meinen Augen zumindest sehr, sehr gut. Die Jugendschule hat 1 Stern. Die kann man auf bis zu 3 Sterne verbessern anscheinend. Ein Coaching-Zentrum gibt es hier noch. Dann gibt es hier noch eine Akademie. Ah, das erhöht den Trainingseffekt um 8%. Das hier um 10%. Kann man noch nicht machen, okay. Dankeschön, Andi 198686, um deinen Namen mal richtig auszusprechen. Danke für den Sub. Vielen Dank. Sehr lieb. So. Gebäudekonfiguration haben wir gerade schon geschaut. Also einige Sachen gibt es hier noch nicht. Also es gibt keine internationalen Wettbewerbe. Also es gibt keinen Champions League, keinen Europa League, keinen Conference League. Und damit ihr es wisst, das kommt auch erst mit der Zeit. Anstoß und, oder eher gesagt, die Entwickler haben so eine Roadmap reingetan, wo drin steht, wann was hochgeladen wird. Also wann die was patchen wollen in der Early Access Phase. Kann ich euch irgendwann auch mal gerne zeigen. Oder wenn jemand von euch im Chat das weiß, kann er gerne auch den Link hier reinposten. Dann hätte ich den persönlich auch und alle anderen würden es auch gerne sehen. Sicherlich. So. Ja gut, also allzu viel kann man in der Jugend noch nicht machen, das merkt man. Also sehr vieles, was man hier drücken möchte, funktioniert einfach noch nicht, aber so ist das halt.